Da könnten wir doch jetzt hier auf offener Bühne, wir könnten doch mal, sagen wir mal so, ein modernes oder eine moderne Tragikomödie über Griechenland entwerfen. Oh ja, das Grexit-Drama als Ethno-Comedy. Geile Idee. Ja, so eine richtige Feta der Klamotten. Oh ja, sehr geil. Pass mal auf. Wir entwerfen so einen Prolog, erstmal Vorhang auf. Nee, stopp. Sorry, wenn ich ein Spaßverderber bin, aber das geht schon mal gar nicht. Wir können nicht Vorhang aufmachen, weil im griechischen Theater gibt es gar keinen Vorhang. Wieso nicht? Ja, das können die sich nicht leisten. Egal. Was? Prolog? Langsam. Wir brauchen erstmal ein Bühnenbild. Weißt du, da können wir nicht einfach Prolog. Da muss erstmal ein Bühnenbild her. So ein richtig runtergekommenes, zerrüttetes, griechisches, europäisches Haus. Ja gut, dann nehmen wir die Akropolis. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, wunderbar. Okay. Oh, guck mal, da ist sie schon, die Akropolis. Wie wir sie kennen und lieben. Ja, was heißt, ich habe sie ein bisschen anders in Erinnerung. Naja, aber egal, komm. Zum Inhalt. Aufgrund eines Bankers von Goldman Sachs, gespielt von Michael Douglas, schaffen es die Griechen mit gefälschten Zahlen in die Eurozone. Als Abordnung der deutschen Banken erscheint Josef Ackermann, gespielt von... Jan-Josef Liefers. Zu jung. Andreas Gabalier. Zu blöd. Warte mal, Sky Dumont. Sky Dumont. Wunderbar. Sky Dumont. Ja. Sky Dumont alias Josef Ackermann drängt den Griechen geradezu Kredite auf. Das Auftrittslied, was so ins Thema einführt, was nehmen wir da? Das macht ein diplomatischer Chor. Wir nehmen den Kneipenchor des Dionysos-Restaurant Köln-Nippes. Unter Missbrauch mehrer Lieder Uso. Dirigiert von Josh Mustaki. Gespielt von Costa Cordalis. Und es wird gegeben, die Ode an die Freude. Text, seid verschlungen, Millionen. Plötzlich erscheint an einem Kran schwebend der schwarze Vogel Cassandra, gespielt von Sarah Wagenknecht, und krächzt: Die Griechen, Türken! Die Türken! Die Griechen! Sky Dumont alias Josef Ackermann und ein Vertreter von Kraus Maffei Wegmann, gespielt von Till Schweiger, bieten weiterhin Kredite für deutsche Panzer an. Ja, ja, ich finde die echt super, die Panzer. Die sind echt zum Schießen. Die Griechen häufen Schulden über Schulden an so einem riesigen Schuldenberg. Auftritt Luis Trenker. Gespielt von Reinhold Messner. Grüß euch Gott, liebe Bergkameraden. Ich hab neulich versucht, den griechischen Schuldenberg zu besteigen. Hey, gut, zack, ging so steil bergauf, ne? Schlimmer als auf den Olymp. Und plötzlich, liebe Bergkameraden, kommt mir ein anderer Bergkamerad entgegen und er hat gesagt, er heißt Sisyphus und der hat alleweil so ein Stein vor sich hergerollt. Und der wird gespielt von Didi Hallervorden. Was, der Stein? Nein, Sisyphus natürlich. Ballim, ballim, da roll ich den Stein von Athen nach Brüssel. Oh, rollt er einfach wieder zurück. Ich roll wieder zurück. Wieder hin und her und her. Stopp. Neues Bild. Ja. Die Göttin Troika. Oh. Weil die Troika, das ist ja so eine Art Restauranttester für Staaten, oder? Genau. Deshalb auch gespielt von Lafer Lichterlecker. Sehr schön. Ja. Johann Lafer. Der Sprecher der Troika, gespielt von Johann Lafer, setzt an zu einem großen Monolog. Ja. Angesichts der enger geschnallten Gürtel kochen wir heute ein billiges Massaker. Hallo, Entschuldigung. Ja. Das heißt Musaka. Ja? Egal, ja, Hauptsache ein Volksauflauf. Ja. Wir kochen auf sparsamer Flamme, in Zukunft kleinere Kartoffeln, schön faule Auberginen oben drüber und ein paar auf die Regierung geworfene faule Tomaten auch noch mit dazu. Ja. Dann viel Käse obendrauf, ab in den Ofen, fertig. Aber der neue griechische Chefkoch, Alexis... Zorbas? Nee, der heißt anders. Warte mal. Zetaki von der Partei Kitara. Nee, Rezina von Tzatziki. Nein. Tsipras von Syriza. Jetzt haben wir's. Tsipras, gespielt von Louis de Funès. Oh, ich brauche einen Schuldenschnitt. Und wo ist mein Götterbote Hermes? Hermes, gespielt von Varoufakis, der sich aber für Prometheus hält. Er wird sofort nach Brüssel geschickt zu Jean-Claude Juncker. Dem Gott der Steuerflüchtlinge, genau. Der wiederum gespielt wird von Woody Allen. Und von dort reist er sofort nach Berlin, wo er wie immer keine Reformliste vorlegt, aber daraufhin hackt ihm der deutsche Bundesadler, gespielt von Sven Hannawald, die Uso-Leber raus. Im Hintergrund singt der deutsche Kai Diekmann Stammtischchor, gespielt von Wilfried Schmickler. Aufhören raus, schmeißen vier, teilen Griechen raus, Griechen raus. Sarah Wagenknecht alias Cassandra krächzt. Grexit, Grexit.
geschieht? Varoufakis, der sich mittlerweile für Zeus persönlich hält, tritt vollkommen überraschend zurück. Unter den Klängen von Wagners Ritt der Walküren kommt auf dem Highway to Hellas Wolfgang Schäuble in SS-Uniform angerollt und verlangt weitere Grausamkeiten. Ein Helene, gespielt von Helene Fischer, fällt atemlos in Ohnmacht. Daraufhin organisiert Alexis Tsipras vollkommen überraschend Neuwahlen und zur Überraschung aller stimmen die für diese Volksabstimmung. Und dann wird irgendwie Alexis Tsipras wird wiedergewählt und sämtliche Reformauflagen werden akzeptiert. Ja. Der Chor singt Halleluja, Katharsis, Erlösung, drittes Hilfspaket, während Didi Sisyphos weiter seinen Stein nach Brüssel rollt und rollt und rollt und rollt. Licht aus, Vorhang zu.